Ja, das ist kein so gutes, tolles Video. Wir haben nämlich festgestellt gehabt, dass wir die Behandlung falsch gemacht haben. Zu unserer Verteidigung, es gab keine Packungsbeilage. Warum? Nur weil es ein Medikament für Tiere ist, haben die keine verfickte Packungsbeilage dabei, weil ich zeige euch eben die Flasche. Da steht auch nichts Besonderes drauf, wie man es anzuwenden hat. Da steht nur drauf, Ceramicotul, wie das Zeug halt heißt, wie viel das ist, was das für ein Wirkungsstoff ist, für welche Tiere das ist, für wie viel man auf wie viel Milliliter machen soll und eine Dosierungsanleitung, wie gesagt, mit diesem wie viel Tropfen auf Milliliter und dann besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Entsorgung. Schön. Ja, wie viele Tropfen ist auch sehr praktisch. Aber vielleicht auch, wie genau? Weil der, wie er im anderen Video gehört, hat der Obi-Mitarbeiter nur. Ich hab das Ding so nach meinem Gesicht eklig. Wie ihr mitgekriegt habt, hat der Obi-Mitarbeiter nur gesagt, muss im Dunkeln reingemacht werden. Da haben wir gesagt, ja, wir haben ja Tag-Nacht-Rhythmus, machen wir das nachts rein. Ja, ist kein Problem. Die Pumpe muss volle Kanne laufen. Und Aktivkohlefilter muss raus, weil der dann sonst das mit dem Wirkstoff rausfiltert. Haben wir alles gemacht. Ja. Was der Obi-Mitarbeiter meinte, war, es muss dauerhaft dunkel sein, während der gesamten 3 Tage. Hätte der eigentlich drauf kommen müssen, dass wir nicht auf denselben Stand waren wie er, als wir gesagt haben, ja, wir haben Tag-Nacht-Rhythmus, dann tun wir es immer nachts rein. Eigentlich. Ja, heißt also, wir haben dann die letzten 2 Behandlungen umsonst gemacht und müssen jetzt nochmal von vorne anfangen. Und da müssen die Fische komplett im Dunkeln sein. Es ergibt im Endeffekt auch Sinn, weil. Ohne dem Licht können die Pflanzen im Aquarium keinen Sauerstoff produzieren. Den Sauerstoff, den die Fische brauchen, um unter Wasser atmen zu können. Deswegen sollte auch die Pumpe auf volle Kanne laufen. Wisst ihr, was ich meine? Weißt du, also eigentlich hätte man drauf kommen können, aber wie auch, wenn man es nicht weiß? Wisst ihr, so. Also, ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt nochmal von vorne anfangen. Und ja, also, wenn ihr auch so ein Zeug benutzen müsst, es ist keine Packungsbeilage dabei, also, ne? Fragt entweder nochmal genauer den Typen, bei dem ihr das holt, oder da, wo ihr es bestellt, ob ihr es da irgendwo herausfindet, oder googelt einfach irgendwas über das Mittel. Verlasst euch nicht drauf, was die Leute euch sonst verkaufen. Wisst ihr, was ich meine? Weil wir konnten uns auch nicht drauf verlassen, was er gesagt hat. Hätten wir mal direkt eher gegoogelt gehabt, weil wir haben das nur festgestellt, so ein Motto, ja, aber es ist jetzt eigentlich der 3. Tag, wo wir es geben müssten, also 3. Nacht quasi, wo wir es geben müssten. Und so viel besser ist es eigentlich nicht. Und wenn es nur 3 Tage geben werden müsste, müssten ja ziemlich schnell eigentlich Ergebnisse zu sehen sein. War aber nicht. Und dann hat man gegoogelt und dann ist uns so aufgefallen. Googelt demnächst direkt. Ne? Auf jeden Fall, ja, dann werdet ihr jetzt sehen, wie wir damit zurechtgekommen sind. Und das Zeug sieht einfach aus wie Gift, wenn man es ins Wasser tut. Ne? Es sieht irgendwie cool aus, aber auch irgendwie voll angsteinflößend. Warte, ich muss noch eben kurz dokumentieren, bevor du das Licht ausmachst. Wasser ist ja trüber, aber das ist nicht besser geworden. Es ist nicht mehr wattig, aber großflächiger geworden. Bei dem anderen ist das genauso. Ja, habt ihr gesehen? Ja, das ist nevermind. Ja, auf jeden Fall machen wir jetzt das Licht aus, weil das Mittel hilft wohl nur im Dunkeln. Und wir haben die ganze Zeit ja im Dunkeln reingemacht, aber Licht angelassen tagsüber. Heißt also, könnte gut sein, dass es deswegen keine Wirkung hat, weil es jetzt so der 2. Tag in der Behandlung und da sich da nichts getan hat oder kaum was getan hat, müssen wir jetzt das Licht ausmachen, weil wie panisch die direkt sind. Und dadurch, dass wir jetzt die ganze Zeit Licht ausmachen mussten oder Licht auslassen mussten, war das jetzt eigentlich für den Wels jetzt die ganze Zeit Tag quasi, weil er ja Nachtschichtler ist, sag ich mal. Also der ist ja nachtaktiv und der war jetzt eigentlich die ganze Zeit draußen und aktiv. Nee, sieht nicht so aus, hätte er, oder? Nee. Nee, der hat nichts. Der ist auch noch gesund. Ach, ganz schön fetter Brummer bist du geworden, mein Süßer. Also wirklich, Fische sehen kein Rotlicht. Das ist ja heftig. Aber er sieht noch uns, Schatz, also geh nicht zu da dran. Nee, aber das sah gerade aus wegen der Flosse. Nee, nee, alles gut. Der sieht gut aus. Sieht gesund aus. Ja, wir stören dich ja schon nicht mehr. Guck mal. Und dann haben wir am nächsten Morgen nochmal nach den Fischen geguckt. Rotlicht an! Ja, Rotlicht ist nicht so schnell. Rotlicht schneller! Da hinten. Der hat doch gar nichts. Doch, das ist der. Hey, wie wenig hat der nur noch? Ja, weil die andere Seite hatte der. Nee, die Seite. Andere Seite war aber mehr betroffen von der Rückenflosse her. Er muss sich drehen.
Das ist der Wels übrigens. Warte, konzentriert sich gleich bestimmt. Ja, noch ein bisschen da. Viel hat er nicht mehr. Nicht mehr viel, ja. Ja, aber das scheint zu wirken, ey. Ja, ein Tag nur mit Licht aus. Ja, das Licht muss sein. Ja, ist doch super. Hätte der Typ vielleicht mal erklären sollen. Die haben noch kein Futter gekriegt nebenbei. Oh ja, dann gebe ich denen jetzt eben schnell was. So, die verlieren eindeutig ihr Schimmel schon. Also das Mittel wirkt auf jeden Fall. Ja, dann müssen wir nach und nach immer wieder den Schimmel dann einsammeln, ne? Oder was auch immer das jetzt ist, was die verlieren. Hast du das jetzt? Das ist von der Flosse. Ja. Und dann war es auch schon wieder abends und ich konnte dann wieder meiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen. Yay. Stundenlanges Zählen von Tropfen. Na, guck mal jetzt das Wasser, wenn ich das rein tue. Holy moly, ne? Wie sick das aussieht. Ja. Zweimal könnt ihr raten, was jetzt kommt. Am nächsten Morgen. Rotlicht. Rotlicht. Machst du mal auf Stopp. Rotlicht. 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 Welchen Fisch? Den kleinen Fisch, der unter der Wurzel. Sag mir gleich mal. Ja, die blauen, die ticken ein bisschen aus, wenn es dunkel ist. Sind so ein bisschen weg. Jetzt gucken wir aber erstmal wegen den Kranken. Sieh nur zwei von denen. Eins, zwei, drei. Ach, da. Der hat ja fast gar nichts mehr. Der soll sich mal drehen, der Junge. Sehen die mir nicht viel. Den viel hat er nicht mehr. Ja, nur ein bisschen. Ja. Der soll sich aber noch mal drehen. Oh ach, ja, da ist an der Seite hat er viel, ja. Da ist viel. Da ist auch noch mal was zugekommen. Ja, aber nur an der einen Seite. Ne? Die Seite bessert sich, aber die andere Seite, die hat mehr gekriegt. Oh, mach keinen Scheißfisch. Und der andere? Hä? Nee, das war der gleiche Fisch da unten. Nein, da war doch der da oben. Nein, ist er nicht. Der ist wieder runtergeschwommen. Ach so. Und der eine hat immer noch einen Kiem. Da siehst du das. Ah ja, stimmt. Mensch. Ha. Aber so gesehen ist ja auch gerade mal der erste Tag. Oh, das ist der Captain. Ja, aber jetzt ist dann nochmals der... Und doch ist der zweite Tag. Wieso schwimmt der denn so seitlich, der Fisch? Ich habe keine Ahnung, wieso. Ich glaube, der ist ein bisschen dumm. Vielleicht ist auch der, der da oben in der Ecke mal war. In der Strömung. Ja. Oh, schwimmt der denn so seitlich, so quer, ne? Ja, ist egal, wenn er sich dabei wohlfühlt. Nein, wenn er sich dabei wohlfühlt, jeder hat seine Ticks. Einfach machen lassen. Oh, die Pflanzen sehen gar nicht gut aus, die Arme, ey. Nee, die werden sich wieder erholen. Die werden sich wieder erholen, sobald die Licht haben. Ja. Da, ich hab's gerade gesehen. Der hat's noch an der Kieme. Nee, das ist der andere, der so viele hatte eigentlich, ne? Der hat nicht mehr so viel an der einen Seite. Siehst du das? Problem ist, ich sehe bei dem Rotlicht teilweise nicht mehr viel. Ich müsste normal Licht draufknallen. Nein, das Problem ist, ich kann nicht entscheiden, ob das ein roter Punkt teilweise ist oder ein weißer Fleck ist. Ja, aber für mich sieht der besser aus. Ja, und der zweite hat nur einen Kiem. Da unten, der ist das. Der ist der hellste. Sieht nicht so aus, als ob der noch was hätte. Nee, der ist komplett schon gesund. Schwimmt das jetzt irgendwo oben? Nee, sieht nicht so aus. Weißt du, was man machen vielleicht haben die Barsch das gefressen. Scheiß drauf, ob die jetzt den Licht merken oder nicht. Das ist weiß ja gar nicht, ob der das Medikament drauf reagiert, Schatz. Das ist keine Vorlampe. Okay. Boah, ist das Wasser grün. Naja, kennt man jetzt nicht so viel besser. Hier vorne ist der Kranke. Geblendet. Nee, der hat nicht mehr viel. Nee. Na, schön. Herrlich. Und dann ging es wieder ans Zählen. 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 Und Zählen. Wie so ein Gift, das man reinmacht. Perfekt. Morgen Nummer 3. Dafür da auf jeden Fall. Sieh mal gar nichts. Hier hat er noch, auf der Seite hat er noch ein bisschen.
Aber nicht mehr viel. Mhm. Weil die eine Seite, wo er gestern neu gekriegt hat. Komm, zeig dich mal richtig von der einen Seite. Da ist aber immer noch ganz schön viel. Mhm. Also der ist irgendwie nicht besser geworden. Der ist die ganze Zeit gleich. Guck das mal, geht eigentlich. Bin ich jetzt ohne Licht dran? Nee, der ist besser geworden. Es wird doch platter. Ja, aber trotzdem, 3 Tage sind jetzt um. Ja. Aber ich glaube, der andere hat gar nichts mehr. Ja, ich brauche die andere Seite. Doch, doch hat immer er auch noch. Der hat immer noch. Die haben alle noch was. Hm. Irgendwie nicht, dass die 2 verschiedene Krankheiten hatten. Glaube ich nicht, oder? Die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr gering. Nicht, dass die Pilz und dann andere hatten, das Bakterielle. Hm. So, da die 3 Tage jetzt um waren mit dem Medikament und die ja auch schon vorher, zwar jetzt nicht die ganze Zeit, aber da wir ja von 23 Uhr bis 11 Uhr Dunkelheit haben, haben die ja im Grunde da ja auch schon wirken können. Also das Medikament schon wirken können sozusagen. Heißt also, wir wollten die dann nicht noch länger unter den Medikamenten lassen. Ist ja auch nicht so gut. Und ist ja so, wie wenn wir krank sind und die ganze Zeit Medikamente nehmen, auch wenn es eigentlich schon vorbei ist mit der Medikamentenzeit, und wir die trotzdem weiternehmen. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen wollten wir sie nicht noch länger unter den Medikamenten lassen, bevor die anderen da deswegen, ne, irgendwie... Ne? Und ja, deswegen haben wir uns dann dazu entschlossen gehabt, okay, wir ab nächsten Morgen werden wir das Licht wieder anlassen, den Aktivkohlefilter reinmachen und das dann rausfiltern lassen. Da werden wir auch Wasserwechsel endlich mal wieder machen können. Und dann gucken wir einfach, was sich jetzt daraus entwickelt, weil es wurde nicht besser. Also es war nicht mehr wattig, das war eindeutig weg, das Wattige. Aber es war jetzt nur noch großflächig, weshalb es halt eben aussah, als wäre es wirklich auch was Bakterielles. Aber vorher war es eindeutig Pilz. Aber die könnten doch nicht 2 zeitgleich haben, wisst ihr, was ich meine? Wie wahrscheinlich ist das denn bitte? Und ja, auf jeden Fall werdet ihr dann mehr Sachen im nächsten Video sehen. Also ab hier an wird es nur immer schlimmer. Ne? Also wie gesagt, die Videos sind ja alle vorproduziert und ich habe mich ja sehr lange vorm Schneiden gedrückt, weil mich das halt so hart getroffen hat, wie sich das jetzt entwickelt hat. Heißt also, ja, Triggerwarnung geht auf jeden Fall wieder raus, ne? Wie im ersten Teil hier vorhin, unsere Fische sind krank. Und ja, dann hoffe ich, sehe ich euch im nächsten Video und ich freue mich natürlich riesig über Kommentare und Tipps und Tricks natürlich. Ja, und Behandlungsmethoden, wie ihr das gemacht hättet oder so, weil ich glaube, das Mittel ist einfach nicht gut. Was habt ihr für Mittel benutzt, wenn eure Fische krank waren? Oder was würdet ihr benutzen für ein Mittel? Weil ich glaube, das eine war einfach nur scheiße. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, ich sehe euch dann beim nächsten Video. Bye, bye.